Hallo und willkommen zurück im neuen Jahr 2018 auf meinem Kanal. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich starte das Jahr mit den Videos, für die ich eigentlich hier auf YouTube richtig bekannt bin. Und zwar mit einem DM-Haul für euch. Ich muss sagen, er ist nicht so groß, wie ihr das sonst gewohnt seid. Aber das Ganze hat damit zu tun, dass ich so eine kleine große Ankündigung für euch habe. Denn ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr jeden Dienstag, Donnerstag und auch Sonntag für euch ein Video hochzuladen. Ich habe für mich entschieden, dass ich das gerne um 18 Uhr hochladen möchte. Heute seht ihr das Video jetzt nicht an einem Dienstag um 18 Uhr. Das Ganze muss ich jetzt erstmal einspielen. Also ab jetzt sozusagen möchte ich es regelmäßig für euch hinkriegen. Und ich hoffe, ihr freut euch, denn das ist eine große Challenge an mich selber, das regelmäßig hinzubekommen, egal was der Alltag so dazwischen sozusagen bereithält, das alles zu managen, denn ich habe auch so anderweitig viel zu tun. Aber ich habe da Bock drauf, ich hoffe, wie gesagt, ihr freut euch auch. Und ja, erst einmal ein frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und ihr hattet schöne Weihnachten und ja, eine schöne Silvesterparty oder je nachdem, ob ihr es gemütlich gemacht habt oder nicht. Hoffe ich, dass ihr alle schön reingerutscht seid und ja, ich würde sagen, heute starten wir. Preise von den Produkten setze ich euch unten in die Infobox und ihr könnt am Ende des Videos abstimmen oben, ob das nächste Video ein High-End-Haul sein soll oder ob ihr ein Aufgebraucht-Video von mir sehen möchtet, denn ich habe so einiges im Petto. Und witzigerweise haben sich letztens auch welche High-End-Hauls gewünscht und die gibt es auch in Zukunft bei mir. Ja, so. Der Haul, wie gesagt, ist nicht groß, aber so das ein oder andere durfte mit und ich habe auch zwei Highlights, weswegen ich euch das sehr zeitnah jetzt zeigen möchte. Ja, ich habe mich erstmal eingedeckt und zwar gab es im DM so ein bisschen Sale, denn ja, Weihnachten ist nun um. Und da habe ich zweimal diese Vanille-Duftkerze von Glade mitgenommen und ja, die war eben um 50% reduziert, aber wie gesagt, Preise in der Infobox. Auch zu den reduzierten Produkten gehörte dieses schöne Geschenkpapier. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Ja, ihr seht, das sind so Schneeflöckchen und das ist so leicht, ja, so glänzend, so ein bisschen schimmernd und fand ich ganz schön. Ich wollte es mir auch vorher erst kaufen, hatte es dann irgendwie vergessen und kostet 2,75 und das finde ich schon echt teuer und für 1,35 dann tat es dann halt nicht weh und das nächste Weihnachten kommt bestimmt, deswegen ja, durfte das mit und ich wusste noch nicht genau, ach nö, jetzt habe ich mir hier Kratzer reingelegt. Aber gut, ich glaube, die sieht man je nach Lichteinfall nur. Genau, was wollte ich sagen? Ich habe mir so Tütchen noch mitgenommen für 95 Cent. So eine richtig schönen glitzernden und ich fand, die sind relativ neutral und das kann man dann halt auch mal im Verlauf des Jahres einfach als Geburtstagsgeschenktüte oder sowas verwenden, denn Glitzer liebe ich und ja, warum nicht? Fand ich schön. Was immer mit muss, sind natürlich Wattestäbchen. Da habe ich jetzt mich für die von Evelyn entschieden, 300 Stück. Und die Box finde ich ganz süß. Ich muss mal gucken wegen dem Licht, weil eine Zuschauerin meinte auch unter einem vergangenen Video von mir, dass man die Produkte nicht so gut sieht. Aber ja. Aber die Location hier hat euch gut gefallen. Die werde ich jetzt natürlich umdekorieren. Denn den Weihnachtskram, das werde ich jetzt bald alles mal umdisponieren, wollte ich gerade sagen. Umstellen, abbauen, meine ich. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen raus. Ich bin auch ein bisschen in Eile, denn ich werde gleich zum Sport gehen. Aber nur so, by the way. Wir machen weiter mit Carajo. Genau. Und da habe ich mir zwei Sorten mitgenommen. Da hatte eine Kundin von gesprochen, wo es noch nicht raus war. Und das meinte sie wohl. Mit Kokoswasser einmal. Ordentlich Koffein, vegan, bio, kalorienarm, ohne Zusätze. Cold Brew Coffee, Latte und Kokosnuss. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch schon mal ausprobiert? Werde ich definitiv in den Kühlschrank stellen und dann mich mal davon überzeugen. Ich mag ehrlich gesagt keinen Kaffee, aber ich bin neugierig, weil das halt mit Kokoswasser ist. Ja, und ich so als Koffein-Junkie, ich nehme das ja eigentlich in Tablettenform. Nicht jeden Tag, um Gottes Willen, ne? Bewusster Umgang, mal vom Sport, als Pre-Workout oder so. Oder an schlechten Tagen. Deswegen dachte ich, vielleicht eine ganz coole Alternative. Ja, dann habe ich von BB mir original heute nach der Arbeit mitgenommen. Diese Reinigungstücher in Blau, die finde ich halt so mit am besten neben diesen von Balea mit Grapefruit. Die finde ich noch ein bisschen feuchter und gerade wenn man mehr Make-up auf dem Gesicht aufgetragen hat, dann kann man das damit besser runternehmen.
für empfindliche und trockene Haut. Wobei ich sagen muss, dass manchmal, nicht immer, ich weiß auch noch nicht genau, woran das liegt, aber manchmal kriege ich da ein bisschen Hautrötung. Aber echt nur selten. Naja, trotzdem bin ich sehr zufrieden damit. Dann fragen auch ganz viele, wenn ich mal Lashes trage, was ich eigentlich öfter machen möchte. Aber irgendwie, manchmal fehlt mir einfach die Zeit morgens. Wer kennt das? Wer schläft auch gerne länger? Ja, auf jeden Fall wenn, genau, viele haben gefragt, dann nehme ich hier sehr gerne von Ardell die Wispies. Genau, die kosten, meine ich, 6,95 €. Und die finde ich halt ganz schön, weil die sind irgendwo dramatisch, aber halt nicht so künstlich billig, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die lassen sich sehr schön auf die Wimpern, auf den Wimpernkranz oben aufsetzen. Ich schneide mir immer noch so ein Stückchen mit einer Nagelschere ab, damit sie so ein bisschen besser passen. Und die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Eine Arbeitskollegin benutzt die auch immer super gerne. Beziehungsweise einen anderen haben wir jetzt auch angefixt, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, dass ihr gemeint seid, Mädels. Und dann durfte noch mit von Schwarzkopf hier meine Spülung Glisskur kraftloses, geschwächtes Haar. Da habe ich nämlich nur Shampoo von. Deswegen brauche ich die dazu. Und die Sprühkur verwende ich auch aktuell. Die ist aber auch fast schon leer. Und spektakulärerweise, aber was man eben immer alles so braucht, ist von Profissimo hier diese Müllbeutel in 50 Liter. Und ich muss mal gerade nebenbei erwähnen, ich trage einen Lipgloss von Becker Cosmetic. Und das werdet ihr auch im High-End-Haul sehen, jetzt die Tage. Und ich weiß noch nicht, ob ich mit der Qualität so zufrieden bin dafür, dass das gefühlt mein teuerstes Lipgloss ist. Naja, mal sehen. So, dann noch mitgenommen heute eine schräge Pinzette mit Softgriff von Evelyn. Die benutze ich schon seit Jahren und mein Freund auch. Also die mögen wir sehr gerne. Die ist gut und günstig, kostet glaube ich 1,95 €. Allerdings möchte ich nochmal die ausprobieren von Tweezerman. Ja, da könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren da lassen, ob ihr damit auch Erfahrungen habt, denn das ist ja somit die Geheimliste und ich wollte mir die auch schon seit 3 Jahren kaufen gefühlt, aber irgendwie habe ich es immer noch nicht getan, frag mich nicht warum. Ja, und irgendwie setzt sich das Gloss so ab in der Mitte vom Mund, wenn ihr wisst, was ich meine, kennt ihr das? Also wenn ich nicht wüsste, dass es Bäcker ist, würde ich denken, dass es irgendwas günstigeres. Naja. Von Alete habe ich die Kekschnitte mit Blaubeere mitgenommen. Die mag ich super gerne. Ich glaube, da wurde ich auch mal angefixt auf YouTube. Oder habe ich die bei uns im Laden gesehen? Ich glaube, es war YouTube. Und seitdem kaufe ich die irgendwie ab und zu immer mal gerne, weil ich die irgendwie lecker finde. Ja, den hier werde ich mit ins Auto nehmen von Powerbar. Und zwar ist das mit meinem Liebster aus der Reihe Peanut Caramel Flavor. Mit Magnesium. Und ja, den werde ich mir ins Auto legen, einfach für den schnellen Hunger zwischendurch, wenn man mal unterwegs ist, aber halt keine Zeit hat oder mal halt einen Hunger kriegt. Dann finde ich sowas immer ganz gut. Ja, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt, denn jetzt kommen wir zu den 2 Highlights, die ich euch zeigen möchte, weswegen ihr, ich hoffe, viele DMs von euch haben, die aber diesen Aufsteller von BH Cosmetics gutes Deutsch. Na, nochmal Michelle. Ich hoffe, die meisten DM-Filialen bei euch in der Umgebung haben den auch. Genau, ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja, auf jeden Fall haben wir einen von BH Cosmetics. Und das ist ja auch wirklich, finde ich immer super geil, wie DM das macht. Also die gehen so mit den Trends mit und ihr wisst es selber, BH Cosmetics ist eine geile Marke. Ich muss sagen, ich habe noch nicht... Habe ich überhaupt was? Doch, eine Palette, die Carly Bible Palette. Ich habe damals schon bei Bekannten die testen dürfen und viel davon gesehen und gehört. Aber ich habe selber mir nie groß was bestellt, weil Pinsel habe ich auch so viele. Aber es ist halt eine geile Marke und jetzt habe ich mir 2 Paletten zugelegt. Da gibt es noch mehr und auch tolle Pinselsets. Also schon coole Sachen, muss ich sagen. Aber ich habe mich gezügelt und mir erstmal nur 2 Sachen mitgenommen, denn ich habe auch noch zu Weihnachten Paletten bekommen. Die seht ihr aber auch dann im High-End-Haul. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier bei der Solar Flare. Naja, ihr seht es selber. Ist sehr schimmernd. Und es gab davon 3. Ich habe mich jetzt zu 2 entschieden. Die haben 18 gebackene Lidschatten und wavavum. Ja, also Spiegel ist auch vorhanden. Fände ich jetzt in größer besser, aber mein Gott, besser als gar keiner. Und jetzt zeige ich euch mal die Farben.
Hammer, oder? Also richtig, richtig geil, wie ich finde. Ja, ihr wisst es, ich trage nicht Off-Make-up, was Lidschatten anbelangt, also Augen-Make-up. Aber ich bin momentan voll dafür. Also ich probiere sehr viel aus und will es auch zukünftig einfach mehr machen. Deswegen dachte ich mir, teste ich die doch mal von BH Cosmetics. Das ist so eher eine Palette, die ist sehr warm. Da sind viele Bronzetöne, ja, so rot, lila, bronzefarbene, total schön. Bevor ich euch mal ein, zwei Swatches zeige, machen wir weiter mit der Supernova. Die ist in dunkel gehalten. Und auch die hat 18 gebackene Lidschatten. Und die ist, wie man auch schon von außen sehen kann, von der Farbgestaltung her wesentlich kühler und dunkler. Aber auch hier, finde ich, sind wirklich richtig coole Farben. Man hat alles von Bronze bis Silber, hin ins Lila, rotstichige, Blau, Grün, Dunkelgrau, Dunkellila. Also alles dabei, was so das Herz begehrt. Und ich zeige euch jetzt mal Swatches. Ich habe auch schon ein paar benutzt und ich muss sagen, die sind sehr gut. Was mich nochmal interessiert, ich will die jetzt mal die Tage nass probieren aufzutragen. Denn vielleicht kommt dieser metallische Effekt dann nochmal krasser rüber. Aber das werde ich dann auf jeden Fall testen. In welchen Lidschatten gehe ich denn jetzt mal? Wir nehmen mal hier Spectrum. Und ich will jetzt nicht zu viele Swatches machen, weil ich will mir jetzt nicht alles voll swatchen auf der Hand, aber nur, dass ihr einfach mal sehen könnt, wie hammerpigmentiert die sind. Und das ist nicht mal nass aufgetragen jetzt. Ich gehe da einfach nur so ein bisschen rüber. Die sind schön weich und eieiei. Schaut euch das mal bitte an. Wie geil ist das? Ja, ich trage sie jetzt mal hier auf der Hand auf. Mega. Also mega Pigmentierung. Mehr geht da wirklich nicht. Ich habe mir ja extra schon mal Tücher bereitgelegt. Also die sind wirklich alle so. Und jetzt gehen wir mal hier in das dunkelgrün. Lyra oder Lyra, wie auch immer. Oh, meine Nägel sind so lang, dass ich da nicht richtig mit der ganzen Fingerkuppel reinkomme. Moment. Machen wir mal so. Ja, Hammer, oder? Ich hoffe, meine Nägel sind hier hinter jetzt nicht so schmutzig. Schaut mal. Moment, ich zeige euch das gleich nochmal ohne der Palette. Nehmen wir nochmal Stella. So ein Rosé-Ton. Und es ist ja, wisst ihr selber, diese metallischen Farben sind ja momentan total im Trend, voll im Kommen. Ja, schaut mal, wie schön. Also ich bin total, total in Love. Ja, denn auch ganz viele Lippenprodukte sind ja rausgekommen. Ne? NYX hat gefühlt angefangen in der Drogerie mit den Metallics. Dann gab es bei L'Oréal ja jetzt eine LE. Maybelline hat die auch neu in die Theke jetzt mit eingelistet. Metallic ist einfach so ein Trend und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv angetan davon. Hätte ich selber nie gedacht, weil es ist ja schon was, ja, Außergewöhnliches und vielleicht auch nicht für jedermann so für den Alltag. Aber ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, gerade weil ich auch gerne kühle Töne trage von ja, Make-up-Farben her. Das ist so voll meins. Und da ich schon einige Lippenprodukte habe jetzt aus der Drogerie, habe ich gedacht, ja, dürfen dann ein paar Lidschatten natürlich auch nicht fehlen. Zumal ich aber halt echt auch mich jetzt mal selber überzeugen möchte von der Qualität von BH Cosmetics. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Empfehlung für mich, wo ihr sagt, hey Michelle, das musst du dir unbedingt mal anschauen. Dann setzt mir das gerne unten mal in die Kommentare rein. Dann schaue ich vielleicht auch mal auf der Homepage vorbei. Die haben um die 20 Euro gekostet, ich glaube 18 Euro oder so. Und ja, die machen sich natürlich echt schicki, ne? So in der Sammlung. Ich werde euch die Homepage mal in die Infobox setzen von BH Cosmetics, aber wie gesagt, alle Produkte seht ihr auch unten verlinkt. Ja, und was die so kosten bei DM. Ich weiß gar nicht, ob es die auf der Homepage gibt, aber werdet ihr alles sehen. Ja, das war mein Haul, klein, aber fein. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, vergesst bitte nicht, oben abzustimmen, welches Video ihr als nächstes sehen wollt. Ob ihr gerne die aufgebrauchten Produkte sehen wollt oder den High-End-Haul. Ich habe Schminkprodukte dort enthalten, aber auch tolle Sachen von Rituals, die ich euch gerne zeigen möchte. Denn ich bin ein absoluter Rituals-Fan in letzter Zeit und ja, bin da ein bisschen ausgerastet. Von daher, ja, lasst es mich wissen. Ich freue mich, von euch in den Kommentaren zu lesen. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg zum Sport machen und dann sehen wir uns schon Donnerstag wieder um 18 Uhr. Wenn ihr Lust habt, bis dahin macht's gut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!